Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Millionen von ihnen können nicht zur Arbeit. Ihre Kinder können nicht zur Schule oder in die Kita. Theater und Kinos und Geschäfte sind geschlossen. Ärzte und Pflegekräfte und alle, die in den medizinischen Berufen arbeiten, bereiten sich auf die wohl größte Herausforderung in 75 Jahren vor. Inzwischen wissen wir, dass es Absicht ist, was läuft. Und das erfüllt uns mit Grauen. Und Sorge, Angst. Diejenigen, die Falschmeldungen verbreiten, wollen ihnen schaden. Desinformation kann Leben kosten. Aber gemeinsam können wir Fake News bekämpfen. Also jeder, der ein bisschen in die Zukunft denkt, der kann eigentlich ganz klar erkennen, wenn wir so weitermachen, dann geht das in den Abgrund. Vertrauen Sie den Gesundheitsbehörden. Vertrauen Sie der Weltgesundheitsorganisation. Vertrauen Sie dem gesunden Menschenverstand und journalistischer Sorgfalt in den Qualitätsmedien. Das ist alles schon derart grotesk und unfassbar, ja, dass es ja einen nur wiederum bestärkt, hier dabei zu sein, für Aufklärung zu sorgen. Der Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer hat bei Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren nach Unternehmensangaben in einer Zulassungsstudie eine Wirksamkeit von 100% gezeigt. Das ist die große Frage. Entweder kriegen wir die Kurve noch irgendwie. Aus meiner Sicht gibt es eine solidarische Pflicht, sich impfen zu lassen. Ich glaube, dass wir im Krieg sind. Ich kann mir gut vorstellen, es ist eine neue Form von Krieg. Wir sind in einem anderen Kontrollierzyklus und in einem anderen Industriezeitalter. Und das ist eben von Biotechnologie, Artificial Intelligence, Digitalisierung geprägt. Und damit wird der Krieg anders ausschauen und nicht so wie vor 80 Jahren. Und das lässt mich es auch schwierig natürlich prophezeien, wo werden wir sein 2030. Ich denke, dass 2030 wir all das abgearbeitet haben werden, was uns die Politik jetzt eingebrockt hat. Es werden 2030 alle ihrer gerechten Strafe zugeführt werden, die hier missbräuchlichst ihre Macht benutzt haben. Es werden alle Daten gesammelt sein. Und es wird, wie Sie richtig sagten, sicher lange dauern. Es wird nicht 2023 oder 2024 vorbei sein. Wir werden nur 2023 oder 2024 endlich wissen, was hier gelaufen ist. Und dann wird es noch Jahre dauern, bis wir das aufgearbeitet haben. Aber im Positiven aufgearbeitet haben. Mit ganz neuen Systemen. System bleibt, das kann ich nicht sagen. Aber ein ganz großer Teil der Welt wird in einem ganz anderen System sein. Und das wird deutlich besser sein als das, was sich über die letzten Jahrzehnte, eigentlich Jahrhunderte entwickelt hat.